Oh Mann, Alter, ich wüsste nicht, dass sowas so anstrengend sein kann. Wir gehen hier echt durch die gesamte City, um nach Eis zu suchen und finden nicht mal was. Was geht ab, Leute? Peace und willkommen zu einem weiteren Daily Vlog, Leute. Wenn ihr neu seid, ich bin Artus Weichert und heute wird einen Tag lang Wassereis in der Farbe gegessen, die wir tragen. Leute, es wird lit und AJ hat blaues Wassereis nachher. Oh, geil, Digga. Ich liebe das Blaue eigentlich am meisten, obwohl Zitrone ist auch geil, Colas. Eigentlich sind alle geil, Digga. Eigentlich sind alle geil, aber wir dürfen heute nur eine Sorte jeweils essen. Mano! Ich find's geil, ich liebe Blau. Ja, ich auch. Ich würde auch gerne ein blaues Eis essen, aber ich kann nicht. Naja, meins wird auch schon schmecken, hoffentlich. I'm just a vlogger. Subscribe to my channel. Und Digga, what? Hä? Was geht bei dem Kiosk ab? Warum hat der geschlossen? Nein! Hier waren wir schon so oft. Aua. Was ist los, Hildesheim? Warum hat der Kiosk geschlossen? Und wir stehen hier mitten auf der Straße und hier sind überall Autos. Oh, schnell weg! I'm just a vlogger! Yeah! Oh Mann, Digga! Digga, die ganzen Autos da in jetzt denken, du bist ein Keck. So. Aber natürlich, wahrscheinlich denken die, ich bin Keck, weil Autos ja auch denken können, ne? Ey, wisst was ich meine? Nein, die Autos denken, ich bin heftig und die wollen alle, dass ich die Autos fahre. Da ist so ein Lambo und der sagt, ey Artus, komm rein, fahr mich. Autos können nicht reden, Digga. I'm just a vlogger. Ey Leute, wisst ihr was? Wir sind einfach so weit hier in die Nordstadt gegangen und jetzt gibt's hier kein Wassereis. Da hinten ist noch ein Kiosk. Ich hoffe, wir haben Glück. Und komm bei der Straße, da ist ein Auto. Oh sch. I'm just a vlogger, sorry. I'm just a vlogger. Ich hoffe, es gibt Wassereis. Let's go. Hi, habt ihr Wassereis? Kann ich reinkommen? Okay. Meine Farbe gibt's, deine gibt's nicht. Okay. Oh. Aber auch nur 4 Stück. Aber ich nehme alle. AJ hat gar keine. Bevor ich essen darf, ein Foto, let's go. Ah, Leute, Wassereis. AJ hat kein Essen und ich habe schon richtig Hunger. AJ hat auch Hunger, aber er hat kein Wassereis. Haha, soll ich es nochmal sagen, AJ? Sag nochmal bitte, ja. Du hast kein Wassereis, du hast kein Wassereis. Okay, das war cringe. Oh, die Ampel ist rot, komm. Ich wollte alle fangen. Ein unentdecktes Talent. Oh! I got him. Wollt ihr ein Wassereis? Okay. Lass mal den nächsten Kiosk suchen. AJ, willst du? Ich würde ein neues nehmen. Soweit ich weiß, darfst du gar nicht. I'm a vlogger. Okay. Okay, Leute. Leer. Leute, mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar kein Geld. Ich habe gerade überlegt, ob ich einfach gar nichts esse, aber dann würde ich schon lieber blaues Wassereis essen. Und ja, Artus, kannst du mir was geben? Ja gut, Leute, soll ich ihm jetzt was leihen? Ich weiß es nicht. Also, wenn du willst, dass ich dir Wassereis kaufe, dann musst du schauen, was dafür tun, Digga. Ja, ich habe mir gedacht, dass du das sagst. Was denn? Schlag mir irgendwas Geiles vor, wo ich sage, ja, Mann, das lohnt sich für mich. Ja, ich kann irgendwas Dummes machen, so. Ich kann einfach da in die Mülltonne springen, in die Dings springen, die Pappe. Ja, soll er da reinspringen? Ich weiß es nicht, Digga, ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Okay, ich gebe dir einen Fünfer, wenn du das echt machst. 5 Euro, wenn du in die Pappe springst. Ey, das sind 50 Wassereis oder so, ne? Ja. Ja, Digga. Nee, erst machen hier, nicht, dass du ja wegrennst. Safe, mach ich. Aber du musst es wieder sauber machen, nicht ich. Ja. Mach los. Also dafür kriegst du keine 5 Euro. Da muss ich aber los, Leute. Das ist es mir nicht wert. Was, Digga? Mach mal nicht diesen. Ey, Bro, was war das denn? Ja. Digga, was soll ich denn machen? Sorry, Bro. Leute, das war fair, oder? Er ist ja gar nicht reingesprungen. Langweilig. Ich gebe dir noch eine Möglichkeit und ich verdoppel das Geld nochmal. Du kriegst einen 10er von mir. Wenn, dafür musst du halt was machen, ist klar. Du musst dich da reinlegen. Mit dem ganzen Körper reinlegen. Oh, Digga. Ja, let's go. Aber 10, Digga, 10 Euro, ich brauche nicht mal so viel. Na komm, mach. Ah. Oh. Lecker. Oh. Ey, Digga, weiter. Okay. Oh, Bruder. Okay, Bro, komm hoch, komm hoch. Oh. Hat es gut getan? Mein Gott. Digga. Oh. Sorry, oh. What did I do? Nee, jetzt will ich mein Geld haben. Ich hab keins. Ich weiß, dass du welches hast. Okay. Gut so. Oh Leute, ich bin pleite. RIP. AJ ist komplett nass. Leute, ich habe übrigens mein gesamtes Wasser jetzt schon aufgegessen. Das waren 4 Stück, glaube ich. Habe ich alle gegessen. Ja, aber ich hole mir jetzt Nachschub. Und AJ holt sich hoffentlich auch mal jetzt ein blaues Eis, oder? Ey, wenn es jetzt keins gibt, dann dreh ich durch, Digga. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall auch viel Glück. Danke. Oh, Leute, mal wieder auf der Straße unterwegs. Und da ist schon der nächste Kiosk. Und ich hoffe, die haben Wassereis. Oh, kein Blau, aber auch kein Rot. Nein, wie kann das sein? AJ, wo bist du? Es gibt kein Blau und aber auch kein Rot. Oh, sorry.
Ich muss was essen. Hä? Are you good? Hi, I'm just a vlogger. Wie oft soll ich das noch sagen, Alter? Ich hab so Hunger, Digga. Ich stell mir vor, wir finden jetzt einfach keinen Kiosk mehr, der blaues Wasser hat. Dann habe ich mich. Das wäre nicht so schlimm. Was richtig schlimm wäre, wenn wir rotes Wasser nicht mehr finden. Halt's Maul. Wir suchen einfach rotes Eis. Wir finden rotes Eis. Oh Mann, Alter. Ich wüsste nicht, dass sowas so anstrengend sein kann. Wir gehen hier echt durch die gesamte City, um nach Eis zu suchen und finden nicht mal was. Ah. Okay, hier muss es klappen. Hi. Wassereis ist hier, ne? Hä? Es gibt kein blaues? Oh, AJ, das tut mir aber leid. Guck mal, was ich hab. Ei. Digga, ich hab verhungern. Ich hab mich ins Wasser gelegt. Für 10er, den ich nicht benutzen kann. Ich find lecker. Digga, wir müssen einen finden, Digga. Ich kann nichts essen sonst. Ja, lass echt was finden. Digga, ey. Digga, das ist ja nicht mal rot. Digga, das ist Cola. Nein. Ey, ich hab dieses andere Hunger, AJ. Und Wasser ist hätte gar nicht. Das ist, als würdest du Wasser trinken. Ja, Digga, ich hab so verlangt, eins zu essen, weil ich einfach noch nichts gegessen hab, Mann. Digga, Junge, das ist nicht rot. Ich kann mir hier gar keins holen. Leg mich hier für einen Zehner ins Wasser. Und du, Digga, der bricht aber die Regeln. Brech keine Regeln. Okay, Bro, ich habe aufgegeben. Ich habe kein Eis mehr. Wir müssen mal suchen, komm. Hildesheim, wir brauchen Wassereis. Was ist los mit euch? Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich alles mal leer gekauft habe. Ich habe mal alles in meiner Stadt leer gekauft. Das Video hat auch fast 500.000 Aufrufe. What the fuck? Aber es muss doch Wassereis geben trotzdem. Okay, Leute, im Netto sind wir auch nicht fündig geworden nach Eis. Rewe, AJ. Ja, ich habe auch so Durst, Alter. Ich auch. Im Rewe haben wir vielleicht Glück, weil es gibt keinen Kiosk, der blaues oder rotes Eis hat. Wir haben uns eine dumme Farbe ausgesucht. Und hier gibt es gar keins leider mehr. Ey, was ist das für ein Zufall? Es gibt doch immer blaues Eis eigentlich. Und rotes. Mann! Oh, Leute, ey, wir haben die ganzen Läden abgesucht und immer keins gefunden. Und hier selbst im Rewe gibt es keins. Aber es gibt hier so, ja, flüssige Wassereis und auch leider nur in meiner Farbe. Ey, laber keinen. Nee, Digga. Deine Farbe ist nicht dabei, Bro. No way. Meine schon. Ich kann die auf jeden Fall mir holen und genüsslich verzehren. Leute, die Frage ist, macht das noch Sinn? AJ hat einfach noch gar keins bekommen. Ich habe ja schon jetzt 4 und dann hier noch 5, 6, 7, also 8. Ja, noch ein paar Eis. Die sind ja alle in meiner Farbe, ne? Geht durch. Geht durch. Jetzt gehen wir nochmal komplett durch die Stadt, damit wir Eis finden, weil ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit flüssig Eis zu trinken. Mann! Und wir waren beim nächsten Kiosk. Was ist heute für ein Tag, Digga? Wie geht das? Leute, wir haben Hunger. Ja, Leute, ich gebe die Hoffnung nicht aus. Wir werden auf. Wir werden noch was finden. Digga, ich kenne das. Safe. Digga. Bruder. Digga, was? Deine Hose. Warum machst du das? Du verbrauchst damit nur Energie, die du brauchst, bis wir Wasser haben. Ja, Digga, mir ist langweilig. Audi. Oh, sorry, sorry. Ich hab geklingelt, obwohl ich ihn schon gesehen habe. Hi, hast du Gehammerton? Was hab ich? Hast du noch blaue und rote Wassereis? Ja, beide Farben nehme ich. So von jedem 5. Wir haben einen Kiosk gefunden, der Wassereis hat. Oh mein Gott, es ist schon so spät und wird schon dunkel. Wir haben einfach den ganzen Tag gefühlt Läden gesucht. Also wir haben jetzt nicht ganz früh morgens angefangen, aber es ist schon 18.08 Uhr und wir haben echt, wir schwören auf alles, nichts anderes gegessen. This is crazy. Okay. Blau und Rot hast du, ne? Blau gibt's nicht. Rot, Orange, Weiß. Ah, gar kein Blau. Nee. Oh, okay. Ja, stimmt so. Passt. Danke schön. Alles gut, ciao. Bruder, ich freue mich gerade schon. Da ist kein Blau bei. Was? Aber der gettende Boss ist am Start, Leute. Ha, lecker. Oh, AJ hat kein Eis. Wir müssen weiter suchen. Okay, Leute, hier ist ein weiterer Kiosk. Komm her. Ich wünsche dir Glück. Ey, da sind Farben bei dir, kann ich gar nicht essen. Leute, die sind wieder nicht fündig geworden, beziehungsweise AJ. Ich habe genug. Also auch genug rote. Ich bin just a vlogger, ja. Du wärst da fast gegengelaufen, Leute. Oh. Du wärst hier so voll gegen den Popo gelaufen. Oh, das wollen wir ja nicht, ne? Obwohl, wenn ich es mir so recht überlege. Oh, ey, komischer Typ bist du. Leute, das Ding ist, die Hälfte der Läden haben bald geschlossen. Oder haben schon geschlossen, weil es halt schon nach 18 Uhr ist. Ich hoffe, wir werden fündig. Oh, ich glaube, du hast wieder kein Glück. Da AJ leider kein Wassereis gefunden hat und es auch kein blaues gibt, nehmen wir Katzeis einfach im Blau. Bruder, was hast du für ein Unglück? Digga, es kann nicht sein. Es kann echt gar nicht sein, Bruder. Aber komm, Digga, du hast jetzt, Are you good, bro? I'm a vlogger. Das ist wieder die, wo AJ fast gegengelaufen wäre gerade. Meinst du, ich hab noch eine Chance, oder? Ey, jetzt iss mal dein Kratzeis erstmal. Leute, das ist frustrierend. Jetzt muss ich hier so ein Kratzeis essen, Alter. Kann halt nicht jeder so viel Glück haben wie ich, ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in so, keine Ahnung, 10 Kiosks kein blaues Wassereis vorhanden ist? Ich komm mal neben dich, mein Bruder. Boah, ich krieg auch so Bauchschmerzen. Sei froh, dass du doch kein Wassereis gefunden hast. Das tut gar nicht gut, auf leeren Magen nur Wassereis zu essen.
Alter, war das kalt. Are you good? Oh Gott. Ne, Leute, ich höre erstmal auf. Das Ding ist, wenn man so ein Wassereis isst oder ein zweites, okay. Aber ich habe so viele gegessen, dass mein Mund schon so taub wird. Ich esse erst zu Hause wieder welche. Dann sind die auch nicht mehr so kalt. Und ich habe eh keine Gefriertruhe, dann kann ich die trinken. Naja, guten Appetit, Bro. Ciao. Hä? Kommst du mit? Ja. Okay. Jo, was passiert hier gerade, AJ? Du hast einfach gar kein Glück, Alter. Ja, aber ich bin immerhin ein bisschen gesättigt jetzt. Echt? Das ist zwar nur Wasser so im Mauch. Du kannst nicht mal reden mehr, Bruder. Aber du hast richtig Pech. Ich konnte das Eis essen, während das Wetter einigermaßen gut war. Aber AJ hat einfach komplett Pech und das Wetter hat richtig reingesch... Ich meine, was geht hier ab, AJ? Ich hasse es auch gerade fest essen, ne? Das dauert so lange, Digga. Ja, man kennt's. Okay, Leute, bei dem Wetter habe ich echt auch eh gar keinen Bock mehr, in der Stadt rumzugehen. Es ist ja auch voll spät schon. Deswegen gehen wir nach Hause, oder? Auf jeden. Ich meinte nicht dich. Ach so. Hä? Sind wir alleine im Bus, Bruder? Nee. Oh. Ups. Ah, passt. Ja, fast, Leute. Da es jetzt wieder warm ist, gönn ich mir auf jeden Fall wieder ein Eis. Und du? Ich bin noch am Hasseln hier. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Wassereis ist besser. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr eher Wassereis-Typ oder eher Kratzeis-Typ? Das würde mich interessieren. Ich bin Team Wassereis. Ey, Leute, wir wurden gerade hochgenommen beim Eisessen. Wir dürfen nicht mehr essen im Bus. Ich esse schon auch schnell auf. Fast geschafft, Leute. Er isst einfach auf illegal hier Eis weiter. Aber wir müssen raus. Okay, Leute, das war dann auch ein geiler Tag. Ey, das kann man, das schafft man nicht. Man stellt sich das so leicht vor. Wir waren in so vielen verschiedenen Läden, Kiosks und so weiter. Und wir haben kein blaues Eis bekommen. Okay, lasst ein Abo da, Leute. Haut auf den Abonnieren-Button. Hier gibt es einen nicen Content every single day. Jeden Tag pure Unterhaltung, Leute. Keep the grind alive, Leute. Geht auf ktj.de, gönnt euch Klamotten. Und dann würde ich sagen...